Okay, dann ja, können wir eigentlich Wette machen und rein da. Gehen wir direkt, gehen wir in Solo rein, ja? Direkt Solo. Ich muss erstmal sehen, so was ihr könnt, so ein bisschen, ne? Fußballerisch seid ihr ja da, aber was halt hier geht. Ich bin, glaube ich, besser hier. Filigraner auf jeden Fall. Okay, Mann, das hier geht's um die Ehre, sage ich euch, wie es ist jetzt. Ich habe so ein bisschen Angst von einem Robert, sage ich dir ehrlich. Dass er mir sein Krönchen hinter so ein bisschen. Wie viel Mal die Woche habt ihr eigentlich Training aktuell, Robert und Plattley? Robert trainiert bestimmt 10 Mal die Woche. 7 letzte Woche. 7? Ja. Wie liegt bei euch? 2 Mal Training ist heutzutage schon zu viel, sage ich dir ganz ehrlich. Ehrlich jetzt? Ja, also wenn du in die Saison gehst, dann machst du nicht mehr 2 Mal. Da bist du froh, wenn du zum Spiel kommst. Wie liegen bei euch so die Trainingsspiele? Dortmund war ja so ein bisschen, ne, schwierig. Und bei euch, Robert? Du eigentlich ganz gut. Wir haben ja nur. Was ist das hier für ein Game? Nur 3 Spiele gehabt. Ja, gegen wen habt ihr gespielt gehabt? Einmal haben wir gegen MSV Duisburg gespielt. Oh, gegen das Doppel. Relativ am Anfang von der Vorbereitung. Aber da waren die meisten Spieler halt noch nicht da, ne, wegen der Nationalmannschaft. Mhm. Und dann hatten wir im Trainingslager 2, einmal gegen Panathinaikos, Athen und Udinese Calcio. Aber wieder. Kennen die was? Das ist okay. 0-0 und 2-1 gewonnen, aber absoluter Klassiker gegen italienische Mannschaften, immer Rudelbildung, ne? Ach, scheiße. Aber das kennt man noch. Als Deutscher hat man immer irgendwie eine kleine Rivalität direkt schon von Anfang an. Ja, hat man einfach. Ja, perfekt. Hat vielleicht mit 2006 zu tun, ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, ich bin gut. Junge, ich bin ja so schlecht hier gerade. Das wär's dann, chill. Ah! Oh! Nervös. Bin da. Ich bin, das ist die Packung. Kann man hier überhaupt langlaufen, was ich hier gerade mache? Angstmap. Oh ja. Pack ich das überhaupt noch? Abdul, danke für deinen Sub. Boah, ich glaube, ich pack das nicht mehr. Das ist meine absolute. Ich bin. Der Robert steht auch noch da oben. Ah, nein! Ich auch nicht. Wo chillst du, Robert? Gott. Ich bin weg. Oh mein. Ich bin auch ja, weg. Ich guck mir das erstmal an von euch. Ich muss auch angucken. Gegneranalyse erstmal machen. Wir waren eigentlich so die Wetten. Ich glaube, viele sind auf Bradley gegangen. Als erster rennt er da oben rein. Okay, 21% auf Bradley. Auf Robert 28%. Auf mich sind 35% gegangen. Chat, hab mich so enttäuscht. Ich hab euch so enttäuscht. Danke, Andi, für die 100 Bits. Kann mit dem Druck gerade umgehen. Wenn Robert dabei ist, hat er dich gezogen? Ja, er hat mich ein bisschen festgehalten, beigestellt. Ja, ja. Wow. Kannst du die, Bradley? Also das ist, wenn da meine Hassmap, aber... Auch Hassmap, okay. Die ist auch eklig. Ja, ja. Was ist, ja, was war wenn man da runterfliegt, dann ist einfach vorbei. Also ja. Da bei den Nashörnern, wow. Ja, wenn du da sitzt, dann ist Endstation. Was ist denn jetzt sinnvoller? Gehe ich unten oder gehe ich oben? Ja, unten kannst du sogar schweben, ne? Aber auch schwierig. Ja, da guck ich. Risiko oben gehen. Sagst du? Ja. Musst du rein. Ah, ich stehe aber gut, okay, für oben, Bradley, ja. Guck ich Bradley zu? Ich stehe gut für oben. Ob der das... Ah, ne, er ist hier vorne. Ich guck mir auch Bradley an. Ja, danke, Jungs. Dich muss ich mir ja dann angucken. Ja, du kommst mit dem Druck nicht klar, glaube ich. Ja, boah, ich bin schon raus. Gut gucken. Durch. Packt sich. Oh mein Gott. Oh, Bradley runtergefallen. Schön einer vom Frosch mitgekriegt. Wow. Digga, ich komm nicht mal in dieses Ding da rein gerade. Was denn das? Ich hab Tommy nicht ignoriert, Jungs. Ich hab gestoppt für Tommy, alle. Bradley ganz stark. Ist halt auch ein Stürmer, ne? Ja, das sieht man auch. Digga, ich geh baden, Alter, ne? Ich bin der Letzte auf der Scheiß-Map. Was machst du denn? Guck, was da passiert! Oh, Bradley bei den Nashörner! Achtung, Bradley, nein. Diesen... Oh mein Gott, ich hab verkackt. Schon ist noch, all good. Ey, all die good. Sonnenbrille ist zu schwer, deswegen kommst du nicht vorwärts. All good, bleibt entspannt. Oh, Bradley, ja, ganz stark, ganz starkes Ding. Bradley drin. Die Mau wird noch da unten rumgewirbelt. Ach, sickte Mann, wirklich. Bradley soll dich fragen, ob du wieder zurück, ob du nach Dresden kommst. Die bräuchten einen guten Stürmer. Boah, ja. Ja, mal gucken. Halt immer alles offen, ne? Ja, ich halte alles offen. Es geht ja noch über einen Monat, deswegen ich hab Zeit. Ich glaube, Bradley holt die Krone jetzt. Timo, was war denn los? Robert hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ich habe ganz kurz mal raufgeguckt, ich habe mit dir gefühlt. Digga, hast du gesehen, wie lange ich in der Scheißding gehangen habe? Ja, aber die sind aber auch gefährlich immer gekommen, ey. Die waren aggressiv, ne? Guckst du zu, Timo? Na gut, wir haben nur noch einen zum Zugucken. Naja, nö, weil ich gerade deine Elgato aufgemacht habe. Scheiße, Mann.
Wahrscheinlich wird es wieder Watchparty, ne? Nee, war doch gut, war doch gut. Nicht so negativ. Kannst du das Finale? Ist überhaupt schon Finale? Ja, nee, ist doch kein Finale, ne? Noch lang nicht, ne? Guck mal, Bradley. Die kleine Sau. Immer ein bisschen klammern, ein bisschen Stink machen, ein bisschen Krawall. Ist das das Einfache oder die schwierige Form? Ist schon eklig mit den Früchten. Ist es mit den Früchten? Ich sehe gerade nur einen Balken. War das gerade ein bisschen Kritik an meiner Kameraführung? Er guckt selbst zu, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Sehr schön. Nur noch zwei Stück und ja, durch. Ja, easy. Da stinkt der Hotdog. Boah, ich glaube, der holt. Also, wenn der jetzt im First Try hier die Krone holt, ne? Ja, ich meine, ich glaube, der hat schon mal öfters gespielt. Also, wie gesagt, heute ist das erste Mal, glaube ich, seit 10 Tagen, dass ich wieder einen Controller in der Hand habe. Okay. Ja, könnte unangenehm werden, wenn du das Ding direkt holst. Boah, machbar. Blockparty geht. Ja, du holst das. Stapel nicht zu tief, du holst die Krone direkt. Wir lassen Taten sprechen, Tommy. Ja, der wird schon gut geklammert, aber. Alter, jetzt hat er aber sich Feinde gemacht da drin, ne? Jetzt hast du dir Feinde gemacht da drin. Simon, ist die Eismaschine noch an? Kühlt, glaube ich, nur, ne? Oder hast du vorhin ausgemacht? Ausgemacht. Da wird aber Böskrawall gemacht generell da drin. Ja, Blockparty. Ah. Schaut ihr Frau DM, also ich eigentlich so gut wie nett. Wir haben uns mal hier ein bisschen so die Highlights angeguckt. Du, Timo? Ich glaube morgen, ist glaube ich Halbfinale, glaube ich. Das gucke ich, glaube ich. Morgen Deutschland, geht Frankreich. Ja. Das werde ich mir morgen reinziehen. Boah, ich glaube, geht schwer für so Deutsche. Die Franzosen waren schon ganz gut, was man da bei der Zusammenfassung immer gesehen hat. Ja, habe ich auch gesehen. Oh, Barbix TV rated mit 329 Zuschauern. Dankeschön, Meister. Danke, Maschine. Kuss, Kuss. Hier kam gerade eine Frage rein, wie lang ist die Maus? Glied. Glied nicht so lang, aber der Schlepphoden riesig. Gut bestückt halt. Ich meine, Robert, das müsstest du ja kennen, oder? Bradley wahrscheinlich meine, auch. Timo braucht nicht fragen. Immer boah. Schwierig raus, weil ich festhänge danach. Ja, die Probleme kenne ich. Ja, aber ist jetzt die Frage, ne? Hängst du mit dem Hoden fest, wie ist die Maut? Ja, häufiger. Ja, also dann. Wie gesagt, bei dir das kleine Spätzle oder der kleine Hoden. Der steht einfach immer oben. Da passiert nichts. Ja, Bradley dribbelt sich ja durch, Mann. Da ist keiner rausgeflogen, oder? Doch, eben am Ende sind noch einige rutschen gegangen. Vier Stück, boah. Ja, Finale. Was gibt denn das? Kennt man so noch? Boah. Sein, ne? Kannst du Hexagon? Boah. Ich finde Hexagon mit Abstand das Schwierigste. Also wenn es viele Leute sind, ganz schwierige Sache. Das geht noch, aber dieses andere ist doch noch nicht Finale, oder? Uff, aber das ist gut, das ist machbar. Die mag ich eigentlich, muss ich sagen. Die magst du? Ich, ja. So mit den Hups-Dinger, das ist nicht so meins. So sieht's aus. Gegen wen habt ihr eigentlich erstes Spiel, Robert? Ja, gegen uns. Wirklich? In Dortmund das erste Spiel. Uff, Alter, wie krank ist denn das? Ja, direkt mal Top-Spiel. Heftig. Oh mein Gott, verkackt. Ja, Pötle, was denn los? Ist, die Runde, das ist so ein... Doch, du parkst das noch. Komm, weiter, easy, Junge. Easy. Immer an dich glauben. Pötle, 7 sind schon qualifiziert? Du Arsch, oder? Ist noch keiner qualifiziert. Bradley macht das. Du musst runter. Ich glaube doppelt mitnehmen. Kann man doppelt mitnehmen? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich hab's versucht. Komm, auf. Ist noch keiner den qualifiziert. Gold nur oben, easy. Den Gold nur oben. Was sagst du, Robert, was traust du Stuttgart zu die Saison? Nein! Warte. Ich habe ja erstmal gesehen, wichtige Spieler heute verloren nach England. Meiner Meinung nach wichtig. Mangala. Was hat gerade Mangala ist gegangen? Mangala war krass, ja. Ich war, also der war halt nicht so konstant, aber ich fand den eigentlich echt stark. Ja, hat schon gute Leistung gebracht. Wo ist der hin? Nach Nottingham Forest. Boah, stark. Stark, ja, das ist wichtig. Wo die Schwaben doch eigentlich immer Geld haben, aber ja. Das hat nicht ausgehen. Ja, ich wollte gerade sagen, jede Saison hörst du immer dasselbe, ne? Wir können erst tätig werden auf dem Transfermarkt, wenn wir was verkauft haben. Es ist jedes Mal das Gleiche. Motion, danke für den Visa beim dritten.
So, Bradley müssen wir jetzt pushen hier, Chat. Dieses Spiel meine ich, da falle ich immer runter direkt. Ja, ja, ich hasse es auch. Ich auch. Ich bin da so schlecht. Vor allem, da ist schon voll viel weg, ne? Ja, ja. Sogar schon zwei raus. Drei raus. Man soll immer weit vorne laufen, ne? Du darfst nicht so weit zurückkommen, ne? Sonst packst du sie immer nicht mehr gegen die Rolle. Der macht aber gut. Denk dran, die Mitte muss gleich wieder kommen, die ist offen, ne? Drei sind schon weg. Ja, ja. Aber festhalten. Macht er gut. Feines Dribbling. Balance 99. Sieht noch gut aus. Ich glaube, jetzt kommt wieder in die Mitte, ist alles offen, ne? Oh, ja. Ui, ja, stark gemacht. Ist raus, stark gemacht. Kämpf, nur noch kämpf. Zwei. Fünf sind raus. Boah. Du bist auf deiner Seite entspannt, Digga. Auf deiner Seite ist entspannt. Du hast viel Rasen vor dir. Boah, aber nicht so weit zurückkommen. Mach Meter, mach Meter, mach Meter. Ja, du musst jetzt nach vorne. Der in der Mitte geht gleich baden. Boah, mal rüber schauen. Au. Oh. Oh, nein! Nein! Oh mein Gott! Aber der andere hat noch viel gehabt. Ja. Oh, bitte. Egal, Schlabber und Shisha. Okay. Mann, Pfirsichbäckchen. Zu viel Sprungkraft, der Bradley. Ja, mit dem Wetten komm ich nicht. Mit dem Druck komm ich nicht klar. Der Druck ist halt manchmal schon hart, ne?